So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dust an Elysian Tale. Nachdem wir Fuse in Aberdeen Forest besiegt haben, ist es jetzt unsere Aufgabe hier im Dorf Aurora, hat sich ein Erdspalt aufgetan und das werden wir erkunden. Zuvor möchte ich allerdings noch mal kurz mit Corbin reden. Ah, okay. Das Quest ist immer noch so, wie es war. Okay. Na gut. Ja, wir haben ja Folgendes erfahren. Zum einen hat sich hier ein Erdloch aufgetan und zum anderen scheinen die Flüsse trocken zu liegen. Was natürlich etwas komisch ist. Vor allem, weil, wie Fidget ja gesagt hat, eigentlich regnet es ja permanent. Von dem her sollte es eigentlich keine Probleme mit Wasser geben. Aber bevor wir da runtergehen, möchte ich jetzt nochmal ganz kurz darüber. Hier müssten wir ihn doch irgendwo haben, oder? Da haben wir die Wachen. Ja, da haben wir ihn, Gihan. Mit dem wollten wir noch reden. Dust. Thank you again for your help. How's your leg doing? I think I'll be all right. Just need some time to think, so. Is there anything else? It sounds like you've got something on your mind. It's that obvious, eh? Very well. I haven't told him neither, but I do believe I lost my pocket watch when those giants attacked us. And it's valuable? To me, yes. To the both of us, really. It was a wedding gift from her father. In fact, it's really the only thing we have to remember him by. Oh. I think I may have dropped it outside the farm, just before those creatures chased us back here. My leg the way it is, I really can't be out looking for it. I'll go take a look. Thank you, Dust. Really, you don't know how much this means to me. Okay, gut. Damit hätten wir Gihan jetzt auch mit seinem Problem konfrontiert. Und wenn wir die Uhr finden, bringen wir sie ihm natürlich zurück. Und jetzt geht's nach unten. Ah, da haben wir auf Gustin. Well now, would you look at this? Seems our village has got itself a new basement. You don't seem too concerned. Trust me, not much happens here. So when things start crawling out of the ground, you pull up a chair and enjoy the show. Okay, Augustin, but promise me that you'll stay here. I don't need anyone getting hurt. Bah! I'll let you have all the fun? Well, I guess you're the one with the sword, after all. Ich mag Augustin. Der ist einfach immer gut gelaunt und, ja, an sich recht cool. Hier haben wir jetzt nochmal eine von diesen Höhlen. Willkommen in der Wettkampfarena. Ja, da geht es jetzt darum, wenn wir da durchgehen, dann startet der Wettkampf und wir müssen in einem bestimmten Zeitraum durchgehen, um ein Mindestmaß an Punkten zu erhalten. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht wirklich, dass wir so gut darauf vorbereitet sind. Wir könnten definitiv noch ein bisschen aufleveln, bevor wir das machen. End of the line. Looks like a pretty nasty drop. Yes, very nasty. We should go around, I think. There's no time to find another route. Those monsters came up through here, and there's gotta be a path down below. Well, here goes nothing. Okay. Na, dann fallen wir mal runter und... Ja. Ziemlich weit runtergefallen. Did you see something move up ahead? I saw something move. Fidget, you need to calm down. I thought you said you weren't afraid of the dark.
Gutes Argument. I'm not afraid of the dark. I'm afraid of the things in the dark. I don't see anything, Fidget. How could you possibly see anything in here with that big hat over your eyes? I hate caves. Our kind isn't meant to be underground. We should be soaring high in the wide open sky. I thought you were afraid of heights. Oh, hush. Ich liebe die Dynamik zwischen Dust und Fidget. Die beiden ergänzen sich prima. Okay. Und bei denen müssen wir im Übrigen ein bisschen aufpassen, denn wenn ich das richtig in Erinnerung habe, können die uns vergiften. Kapitel 2. Finsternis. Ja gut, es ist recht dunkel hier unten. Ach. Ceremon-Höhlen. Ich habe es zwar schon mehrfach gesagt, aber ich kann es eigentlich nicht oft genug betonen. Ich finde es abartig, dass dieses Spiel hier von nur einer einzigen Person gemacht wurde. Das kann ich bis heute einfach nicht glauben. So. Und tschüss. Yeah. Ich meine, selbst diese Höhlen hier sind richtig, richtig genial designt. I'm starting to regret coming down here. I was regretting it minutes ago. Jetzt wird es tatsächlich ein bisschen dunkel. Aber jetzt wird es wieder heller, sehr schön. Ich meine, zieht euch das an! Oh, wow. This is beautiful. Do you think the villagers know about this place? Our search has not been in vain. Let's clear this area. Neue Gegner. Okay, da unten haben wir wieder unseren guten Freund. Aber momentan haben wir, glaube ich, noch nicht wirklich viele interessante Items, um sie dem Warenangebot hinzuzufügen. Und genug Geld für interessante Einkäufe haben wir leider auch nicht. Ah, Levelaufstieg, sehr schön. Mehr Angriff. Wir haben tatsächlich einen Schlüssel, sehr schön. So, Brezeln und Geld. Okay.
Irgendwas sagt mir, da hinten habe ich noch irgendwas übersehen, aber ich gehe meiner Meinung nach am besten erst dann auf Jagd nach allen Geheimnissen und Items, wenn ich sämtliche Movement-Upgrades habe und alles problemlos erkunden kann, weil ansonsten komme ich nur viel zu häufig an die einzelnen Gebiete zurück, um jedes Mal was Neues zu holen, wenn ich ein neues Movement-Upgrade habe. Nein, ich mache das, wenn ich sämtliche Upgrades habe. Macht meiner Meinung nach mehr Sinn. So, da drüben haben wir einen Schlüssel. Ja, okay. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Zu weit will ich hier teilweise nicht fallen. Denn später gibt es hier auch noch überall... Wie heißen welche... Ach, ich kann mir nie merken, was Stalaktiten und Stalagmiten sind. Na, jetzt komm schon. Okay, da oben gab es uns nichts mehr. Das war jetzt komplette Zeitverschwendung. Wo auch immer ihr jetzt plötzlich herkommt. Ach ja, dieser Feuerzauber haut schon ganz ordentlich rein. Und der Soundtrack hier auch. Ich betone es ja regelmäßig, dass ich es nicht glauben kann, dass dieses Spiel von einer einzigen Person gemacht wurde, aber es ist halt einfach wirklich so... Da ist so viel Detail und Liebe und... Ah, ich find's krass. So, sehr schön. Jetzt heilen wir uns doch erstmal. Da haben wir nochmal eine Wand, die wir in die Luft jagen müssen. Na gut. Ja, zu spät. So. Jetzt hoffe ich mal, dass das Ding da oben nicht schon explodiert ist. Los, komm mit. Sehr schön. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken, wie weit sind wir? Wir sind bei 13 Minuten. Okay, das geht noch in Ordnung. Aber zwischenspeichern kann ich ja trotzdem mal ganz kurz. So, jetzt dürfte, glaube ich, auch gleich... Ja, da haben wir es doch schon. Dust, wait. This creature is too well defended for a straightforward assault. We'll see about that. Okay, that was a bad idea. Yep. It is practically invulnerable unless you stun it with a parry, like so. He went down. Dust, would you like a refresher on parrying? Brauche ich eigentlich nicht. Be careful. Ich weiß ja noch, wie es funktioniert. Es ist nur das Timing manchmal ein bisschen tricky, aber die hier kündigen ihre Angriffe eigentlich recht gut an. So. Und weiter nach unten. Sieht so genial aus. Whoa, what was that? I'm not sure, but it sure did run off in a hurry. Yep, okay. Schauen wir doch mal. Ein kleines Kind scheint ganz allein durch diese Höhlen zu wandern. Vielleicht kann es dir helfen, mehr über diese Monsterangriffe herauszufinden. Okay, sehr gut. Dann verfolgen wir den kleinen Kerl doch mal.
Ach ja. So sehr diese Gegner nerven, so ist es doch tatsächlich ein bisschen zufriedenstellend, sie mit dem Feuerzauber komplett zu nuken. Okay. Jetzt. Ach, Arschloch. Okay, haben wir dich. Okay, da links geht's weiter, dann gehen wir doch da unten erstmal erkunden. Zack, 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 zack. Was haben wir da? Geld. Und ein Blueprint für den Ring des Bergarbeiters. Ah! Du Arschgeige! Meine Fresse, okay, das war jetzt echt mies. Vor allem, ich hatte doch eigentlich noch relativ viel Leben. Ja gut, das können wir überspringen. Ach. Dust, would you like a refresh? Okay, haben wir dich. Diese scheiß Flieger mit ihrem Drecksgiftangriff. Man merkt schon, das Spiel... Ich habe ja am Anfang gesagt, Dust an sich ist nicht wirklich so schwer und dabei bleibe ich. Aber wenn der Damage der Gegner halt natürlich so hoch ist, dann kann das tatsächlich recht gefährlich werden. Jetzt will ich aber nochmal kurz gucken... wie weit sind wir? So. Okay, jetzt schauen wir dem Kleinen nochmal zu, wie er wegrennt. Jetzt komm, überspringen bitte. So. Was zum... Hey, Moment mal, Moment mal. Wie kann es sein, dass ihr von meinem Feuerzauber so wenig Schaden bekommen habt und euch nicht in die Luft geschleudert wurde? Das fühlt sich gerade ein bisschen nach Cheaten an. Böses Hundi. Okay. Ich muss mittlerweile echt darauf aufpassen, dass ich mich auf halbwegs vernünftigem Niveau, was das Leben angeht, bewege. Das gibt's doch nicht. Dass mir so ein kleiner Spritzer von dieser Riesenameise so viel Schaden macht, hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich wird so langsam echt Zeit... Ah! Blödes Drecksviech. Von wo kommt ihr denn alle? Schauen wir doch mal. Haben wir mittlerweile bessere Ausrüstung? Haben wir? Was brauchen wir denn dafür?
Und natürlich haben wir davon nichts. War ja logisch. Aber zumindest mal kann ich den zweiten Ring hier noch anziehen. Oh, verarschen kann ich mich selber, du blödes Viech. So. Jetzt, Truhe auf. Zimtgebäck, das ist zumindest mal eine stärkere Heilung als die Törtchen. Anhänger von... Anhänger von Halmeoni. Der ist halt deutlich besser schon mal. Verteidigung plus 4 Glück. Was kostet mich denn der? Und natürlich habe ich das alles nicht. Na gut, was soll's dann? Ja doch, ich glaube, ich speichere jetzt hier einfach mal und mache dann im nächsten Part weiter. Das war's für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.